Hallo Leute und willkommen zurück zum Together Highland Quest. Dem Clan, ja im letzten Part Zabiak, wie sie auch immer heißt, besiegt hat, hier im Kerker, und Melianka befreit hat, wollen wir uns nun aufmachen, den Boten zu finden und zu stoppen. Ja, und den Prinz, wie gesagt, erstmal hier im Kerker zu lassen, da hier laut Melianka sicherer sein soll. Mein Prinz, seid ihr da drin? Nichts. Er muss irgendwo anders untergebracht sein. Wahrscheinlich noch tiefer im Verlies. Naja, wir wollen erstmal wieder nach oben. Oh, hier ist auch dunkel. Okay. Ja, nach oben. Okay. Ach so, das ist ja der Kerker. Ich dachte auch schon. Ich weiß auch nicht, ob Clan hier schon oben war. Ach so, nee, konnte er noch nicht, genau. Lieber nicht. Wenn wir auf den Turm steigen, können die mit Sinn misstrauisch werden. Ja, das war ja das, genau. So, ich habe eigentlich keine Ahnung, wo der Bote hin ist. Der ist irgendwo Richtung Schloss aufgebrochen. Also Richtung Erkandur. Ich will sagen, wir gehen mal hier raus. Denn ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo wir jetzt nach dem Boten suchen sollen. Einfach mal gucken. Oh. Sean, hast du das gesehen? Was denn? Diese rothaarige Frau dort mit der Augenklappe. Ist nicht zusammen mit Prinz Rutard hergekommen? Wie bitte? Die sitzt doch im Kerker. Eben nicht. Ich habe sie gerade gesehen. Du hast sie nur wieder was eingebildet. Afraid. Letztens erst. Warst du nicht sicher, die Zungenfalle zu haben? Das hast du mir auch nur eingebildet. Wie soll diese Frau bitte freikommen? Unsere Kollegen haben sie Tag und Nacht im Auge. Vielleicht hat sie Freunde, die sie befreit haben? Mach dich nicht lächerlich. Dazu müssen diese Freunde in den Kerker eindringen. Einen unserer Kollegen täuschen oder töten und dann noch an Sage vorbeikommen. Das ist quasi unmöglich. Willst du damit sagen, dass ich Halluzinationen habe? Würde mich nicht wundern. Oh nein. Ich muss unbedingt in den Tempel. Aber nicht bevor deine Schicht zu Ende ist, du Idiot. Da haben wir nochmal echt Glück gehabt. Oh. Okay, die Wachen sind also jetzt unsere Gegner. Ich meine, verständlich, wir haben Melianka dabei. Angriff, Funkenflug und Angriff. Waffe zerbrechen. Könnt ihr mal aufhören, Melianka anzugreifen? Wäre ich sehr verbunden. Und Sabia müsste auch nicht um ihn angreifen. Siebak oder so, ich sehe, oder Siak. Durchbrechen. Die haben viele TP. Mann, oh Mann, oh Mann. Gebet auf Sabia. Funkenflug. Und Angriff. Mist, sprechen kann ich nicht mehr machen. Du gehst auf Melianka. Du machst Funkenflug nochmal und du greifst an. Wir haben leider nichts, um solche Debuffs zu heilen aktuell.
Fabian. Angriff. Ich will auch gleich in jedem Fall erst nochmal ins Hotel gehen. Einfach um uns mal zu heilen. Komplett. Müssen wir nicht, das sieht gut aus. Haha, das trifft trotzdem. Holy. Oh, das war's zum Glück. 90 Erfahrungspunkte und 150 Gold. Fackel, Herzbär und Fackel. Cool. War hier nochmal. Ihr seht nach Abenteuern der weiten Welt. Ihr seht nach Abenteuern und der weiten Welt aus. Komischer Satz, komisch. Hab ich recht. Leute, wir brauchen immer Zauber. Ihr werdet sehen. Zu meinem großartigen Angebot könnt ihr nicht Nein sagen. Dann lasst doch mal sehen, bitte. Ich hätte nämlich echt gerne einen stärkeren Heilzauber für Alastair. Wenn das möglich ist. Weil Alastair ist mir doch mittlerweile mit seinem Gebet etwas zu schwach, wenn ich ehrlich bin. Nee, hier brauchen wir nichts von. Hier war die Blutrose, wo wir die Servierglocke herbekommen haben. Ah ja, Waffen, genau. Gucken, ob es eine neue Waffe für Miljanka gibt, weil sie ja so lange nicht dabei war. Zeigt her. Kaufen. Ah, da haben wir schon das Breitschwert, ist deutlich besser für Miljanka. Ne, da muss. Oh, das Langschwert ist aber nochmal besser. Dann ein Langschwert bitte für Miljanka. Und eine. Eine Lederkappe für Miljanka und. Dann würde ich mal sagen. Zwei lange Kettenhemden, eins für Aiden und eins für Miljanka. Ausrüstung. So, einmal das lange Kettenhemd für dich. Und einmal für Miljanka das Langschwert, die Lederkappe, das lange Kettenhemd. Und den Rest verkaufen wir jetzt. Direkt her, verkaufen. Dann verkaufen wir nichts. Wieso haben wir noch einen Langschwert? Habe ich das Miljanka nicht ausgerüstet? Wieso haben wir noch ein Langschwert? Wieso hatten die ganze Zeit noch ein Langschwert dabei? Langschwert weg, das Schwert weg. Rüstung. Die Nietenrüstung kann weg. Schadhafte Rüstung kann weg. Das bisher gehört müssen wir behalten, offensichtlich. So. Haben wir sonst noch was, was wir verkaufen müssten? Nein, haben wir nicht. Okay. Ah ja. Okay, ins Inn können wir nicht. Dann ist ein Weg.
So, die hat Jesraja umgenietet. Ja, bevor wir jetzt weitergehen, möchte ich doch nochmal zurück, eben. Denn ich meine, wir konnten zumindest im Anfangsdorf, also in Weißkoppe, Zauber für LSTR auch holen. Weil ich will unbedingt einen stärkeren Haltzauber für LSTR. Der ist mir zu schwach auf der Brust. Ist ja nicht unbedingt zu schwach, aber der Haltzauber ist mir zu schwach von ihm. Und zwar viel zu schwach. Blattsplitter, sehr gut, die können wir verkaufen. Kriegen wir wieder ein bisschen mehr Geld. So, aber ich will nach Weißkoppen zurück. Ja, die Gegner sind ja lachhaft. Die sind ja keine Gefahr mehr. Kralle gefunden, sehr gut. Ja, treten. Ich muss nur mal gucken, wo das war, wo wir die Zauber holen konnten. Das hier war nur die Schule, ne? Nee, das war... Das hier war die Kirche. Ah, hier, ich möchte Gebete kaufen. Was haben wir denn hier? Ein Gruppenmitglied vergift. Halt für Raserei. Schädigt dein Gegner durch geistigen Schock. Oder ich gebe Miljanka noch erste Hilfe. Da hätten wir immerhin zwei Heiler in der Gruppe. Dann haben wir noch... Das würde sogar passen, da könnte ich ihr noch Schock beibringen. Ja, also in dem Fall erste Hilfe für Miljanka. Und... Ja, funktioniert doch nicht. Ja. Und, ja gut, dann noch Antidot für... LSTR. Müssen wir uns wenigstens vor Gift nicht mehr rumwagen. Konntest du uns noch heilen oder... Ja, könnt ihr mich bitte heilen? Ja, der Typ ist leider etwas schwerhörig. Nein. Danke. Ach, eine Sache wollte ich noch gucken. Die müssten wir eigentlich öffnen können, da wir LSTR dabei haben. LSTR, falls in der Kiste etwas sein sollte, was nur sie ist, dann öffne sie besser. Ja! Holzhammer erhalten. Ja, das war LSTRs erste Waffe, die wir eigentlich hätten mitnehmen können. Naja, können wir sie verkaufen. Ich verabscheue es, eine Waffe zu tragen. Als Kleriker habe ich geschworen, niemals Blut zu vergießen. Und Frutaria bist du wohl auch noch? Manchmal haben wir keine Wahl... Frutaria, was bitte ist Frutaria? Was bitte ist ein Frutaria? Ja, da sage ich dot. Da sage ich einfach gar nichts zu. So, können wir hier hoch? Nee. Ist auch nur der Glockenturm, ist also nicht so wichtig. Okay, gut. Dann mal eben speichern noch. Ich werde wieder auf Datei einspeichern. Und dann begeben wir uns mal
wie ich denke, weiter in die Richtung, um zum Schloss von Erkandur zu kommen. Wo ich ehrlich gesagt auch keine Ahnung, ob das schon das finale Gebiet sein wird hier für die, Spiel. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, wie weit Coppelia hier schon gemappt hat. Deswegen. Schauen wir mal, wie lang es noch geht. Aua. Gebet, Sabia, Angriff, Angriff. Tschüss. Das ist Erfahrungspunkte und ein Blattsplitter. Sehr schön. So, hier oben geht's also nicht weiter, okay. Ah ja. Die geben die wertvollen Kopfkristalle. Du machst mal bitte Antidot auf Melianka. Und die anderen Kräfte an. Ah, Mist, kein Kopfkristall. So. So, wo geht's denn hier jetzt weiter? Hier hoch geht's weiter? Oder auch nicht? Es gab ja noch einen anderen Ausgang aus der Stadt. Ich glaube, den müssen wir sogar nehmen jetzt. Aber zumindest in dem Part will ich mich hier unten noch ein bisschen umgucken. Und gucken, wo es dann noch weitergeht. Bevor wir dann im nächsten Part weiter gen Schloss aufbrechen. Und dann mal schauen, ne? Okay, hier geht's nicht weiter. Ah, da unten ist sogar noch ein Strand. Cool. Ist die Frage offen, ob wir irgendwann kommen. Mit dem wir über das Meer reisen können. Oder ob das nicht vorgesehen ist. Speiwurzel, sehr schön. So, gucken wir mal hier runter. Natürlich nehme ich jeden Gegner mit, denn zum einen kriegen wir Level, also Erfahrungspunkte, und zum anderen kriegen wir Gegenstände, die wir verkaufen können für Geld. Und Geld brauchen wir dringend hier in diesem Spiel. Ich habe gesehen, eben die zwei Zauber geholt und schon kein Geld mehr. Oh, what, über 50? Bisschen übertrieben, ne? Ah, Gebet hast du jetzt auch, okay. Speiwurz und Blattsplitter, sehr schön. Oh, was haben wir denn hier? Eine bescheidene Hütte am Ufer des Himmelspiegelsees. Ah, lieber vorher nochmal speichern. Denn ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was mich da drin erwartet. Betreten. Wollen wir mal sehen. Der scheint räudig zu sein. Wie der sich anhört. Ja, looten kann man hier erstmal nichts, wie ich sehe. Ins Haus gehe ich gleich. Ich möchte aber erstmal hier gucken, was hier so alles ist. Was haben wir hier? Das sieht aus wie so eine kleine
kleine Scheune, so ein kleiner Schuppen. Aber es ist schön gemappt hier. Das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir sehr gut hier. Vom Mapping. Okay, hier können wir nicht durch. Wollte vielleicht noch geändert werden, dass man hier durch kann, weil die kann man doch, die kann man ganz klar noch nach oben. Wollte vielleicht noch geändert werden. Ja. Schönen guten Tag. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich es genieße, andere Gesichter zu sehen. Ich Tag ein, Tag aus, die verträumten Hundeaugen meines Mannes. Es führt euch hierher. Leider fehlt mir die Zeit zum Plaudern. Ich muss mein Schiffchen flott machen. Ich glaube, warten wir aufs Wasser rauszukommen und meine Ruhe zu haben vor dem Starrsinn der Besserwisserei meiner Frau. Ah, so. Nee, diese Katze gibt keinen Zaun von sich. Kann sie ansprechen, dreht sich auch kurz, aber sie gibt keinen Zaun von sich. Aber hier. Jetzt hat man einen wunderschönen Blick auf den Himmelsspiegelsee und die Insel, die in ihm liegt. Wenn ich betrunken wäre, würde ich jetzt vermutlich auch das Monster auftauchen sehen. Haha. Hey, Monster? Monster im Himmelsspiegelsee. Okay. Leiter ist da, man kann nicht runterklettern. Seltsam. Na gut, vielleicht ist es ja nicht vorgesehen, dass man da runterklettert. Aber wenn die Leiter schon da ist, dann soll man runterklettern können. Aber dann erwarte ich, dass ich da auch runterklettern kann, wenn da schon eine Leiter ist. Das Haus hier auch eine Tür. Nö. Seltsam. Ein Haus komplett ohne Tür. Danke. Na gut. Gehen wir wieder. Hier scheint es ja offensichtlich noch nichts zu geben für uns. Kann vielleicht sein, dass es später noch relevant wird. Ja, ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht instinktiv den richtigen Weg laufe. Aber sehen wir mal. Melianka Gebet auf dich selbst. Gucken, wie viel es bei ihr heilt. 28, okay. Bei LSTR hat es also doch noch mehr. Haben wir hier unten noch was? Nein, sieht nicht so aus, aber doch. Wasserfall, eine endlose Schlucht. Dass so gewollt ist, dass man hier laufen kann, weiß ich ja nicht. Dass man hier so fast über dem Loch laufen kann, so sieht es zumindest aus. Ich glaube, das ist nicht so beabsichtigt. Weil es hier auch besser gelöst ist. Richtig. Ich bin also richtig gelaufen. Männer! Der Brücke will aus Brückenzoll zahlen! Wurde von Fürst Kirsten Wolf, bin ich von sämtlichen Zollbeschränkungen befreit. Lass mich passieren, guter Mann. Meine Mission ist außerordentlich bedeutend. Wo ist der Wolf, ja? Der hat hier nichts zu sagen. Hier, Bash, tschüss.
Küken, Krähe vom See. Und jetzt her mit eurem Geld. Danken die Krähe. Wollte gerade sagen, da hat in der vorigen Textpause das N gefehlt. Falls du es siehst. Dann. Danken die Krähe. Ich lasse mich von Räubern mit bemalten Gesichtern nicht einschüchtern. Auf dem Weg, weil ich teste meistens meinen neuesten Feuerzauber an euch. Das ist keine gute Idee. Nein, überhaupt keine gute Idee. Niemand darf mich auf meinem Weg ins Tiefland behindern. Tiefland? Sagt mir. Tiefland? Das war ein schwerer Fehler. Ja, das hätte ich nicht sagen sollen. Au, verdammt! Ihr habt es nicht anders gewollt. Nehmt dies! Tiefländer? Nevis, du hast da was. Oh, Nevis. Glaubst du, er ist? Oh, da ist er wieder. Was denn? Trunken? Verbrannt? Es braucht mehr als einen verdammten Tiefländer-Kuschler, um mich klein zu kriegen. Psst! Welche Farbe haben seine Augen? Grün? Glotzt ihr so? Hat's euch die Sprache verschlagen? Nevis, du, lebst wie, schön. Hab gerade einen fürstlichen Boten getötet. Corby wird für gut außer sich sein. Er hat doch extra gesagt, wir sollen auf keinen Fall die Aufmerksamkeit des Fürsten wecken. Er hat doch selber gehört, der Drecksgott hat für den Chorus in Wolf gearbeitet. Und er wollte ins Tiefland. Aber er kann nichts Gutes rauskommen. Das Bergland wird mir nochmal dankbar sein. Vielen Dank, Nevis. Ganz ehrlich, vielen Dank. Du hast uns gerade sehr weitergeholfen. Dann erklärst du das, gefälligst auch Corby. Wir hätten damit nichts zu schaffen. Red nicht solchen Quark. Schau lieber mal nach, was der Kerl in den Taschen hat. Hm, eine Menge Goldstücke. Was ist das? Ein Brief mit dem Siegel des Fürsten. Los, Nevis, mach ihn auf. Lies vor, was drin steht. Nein. Wir bringen den Brief auf der Stelle zu Corby. Er muss ihn als erster lesen. Ich wette, es ist wichtig. Aber... Weißt du mir etwa? Natürlich nicht, Nevis. Gut, dann können wir ja los. Bewegt euch. Ich bin gespannt, was Corby zu dieser Nachricht sagt. Habt ihr es mitbekommen? Was sind diese Leute? Sie sahen ziemlich verwegen aus. Okay, hier können wir wieder nicht die Leiter runter. Von dem Feld, was ich da. Ganz ehrlich, warum ist die Leiter da? Ein Dingschild ist rot. Dann müsste der Fels hier weg. Hier gar nicht runter. Das dürfte Bote mein Sohnkatz sein. Wir kommen zu spät. Gütige Elemente, was für ein grauenvolles Gemetzel. Die Wunden stammen offensichtlich von einer Axt. Das war zu erwarten. Er hat kein einziges Goldstück mehr in den Taschen, geschweige denn die Botschaft. Er mag das getan haben. Räuber? Als die Leute im Boot von ihr weggefahren sind, haben sie einen Namen genannt. Corby. Aber natürlich, das muss Duncan Corby sein. Der bräuchte Räuberhauptmann. Er ist ein Unwesen in der Nähe des Himmelsspiegelsees treiben. Also genau hier.
Du hast recht, Sabia. Das muss er sein. Der Mann ist eine lebende Legende. Es heißt, er stiehlt von den Reichen und hilft denen, die von meinem Onkel ausgebeutet werden. Wer auch immer es sein mag, wir dürfen nicht zulassen, dass hier ein derart brisante Nachricht in den Händen eines Banditen befindet. Wir müssen diesen Korb, diesen Duncan Corby aufspüren. Bestimmt kennen die Leute aus Seen da viele Gerüchte über Corby. Vielleicht kann uns dort jemand sagen, wo er sich versteckt hält. Neue Fackel erhalten. Aber ich würde auch sagen, an dieser Stelle beende ich zumindest mal meinen ersten Part. Und ich würde sagen, bis dann, Leute, und ciao.